Hallo, meine Lieben. Ja, was gibt es Neues von meinem Küchenprojekt? Ja, ich war sehr geschickt jetzt gerade. Man sollte einfach die Finger lassen von Dingen, von denen man keine Ahnung hat. Das heißt, Tatort des Geschehens. Ich habe versucht, diese Dose rauszukriegen, diese alte. Strom ist keiner mehr drin. Und wollte es mit einem Cuttermesser, Moment, mit einem Cuttermesser durchschneiden, damit ich es rausnehmen kann. Bin abgerutscht. Volle Tube abgerutscht und auf meinen Daumen drauf. Durch Handschuhe durch. Da habe ich und sofort natürlich gemerkt, okay, das ging richtig durch und richtig tief. Und was macht man in so einem Notfall? Also zuerst einmal absperren. Ich habe also sofort draufgedrückt und sofort den Finger voll umklammert. Bin dann raus und ich zeige euch das. Man muss überall, wo da sind, wissen, wo euer Erste-Hilfe-Kasten ist. Ja, und das habe ich natürlich. Ah, bei mir ist das immer griffbereit. Also das ging nur mit einer Hand rausholen, verbinden ging nicht. Da bin ich dann runtergegangen zu meiner lieben Freundin und Nachbarin, zur Diana, die hat mir den geholfen. Und ihr Mann, der Gogi. Und Diana war Krankenschwester, da habe ich natürlich doppelt so viel Glück gehabt. Die hat mir jetzt verarztet und verbunden. Und was habe ich gemacht? Ich habe zuerst mal den Handschuh weggemacht. Ich habe immer noch die Kompresse, also immer noch drauf drückt, weil ich habe gewusst, da ist das sehr tief gegangen. Das kann mitunter, wenn es so eine richtige Ader trifft, pulsieren und spritzen ohne Ende. Das brauche ich nicht. Und sie hat mir den Handschuh ausgezogen, während ich immer noch gedrückt habe. Ja, und Schock habe ich natürlich auch gehabt. Da blutet man am Anfang nicht so schnell, erst dann. Ja, das war so vor einer Viertelstunde. Das habe ich auch noch keine Schmerzen gehabt. Das ist auch interessant. Unser Körper. Der reagiert darauf, indem er mal kurzzeitig den Schmerz lahmlegt. Also dieser Schockzustand ist ganz angenehm zuerst. Ja, und dann wurde desinfiziert und dann also irgendwas so viel da, damit das Druckkompresse, glaube ich, heißt das, und damit es auch noch schön verbunden werden könnte. Ja, und das sieht jetzt so aus. Es brennt, es pulsiert, es tut weh, es ist sehr tief. Ich habe Gott sei Dank, glaube ich, keinen Sehnenschaden, das sehr, sehr positiv ist. Ich habe das testet. Ja, Schock löst sich auch ein bisschen. Also, ich habe es mir jetzt direkt vor der Linse. Das ist, wie gesagt, erst ein paar Minuten her. Ja, und es tut weh, natürlich jetzt. Aber, das ist so, dass ich eigentlich fertig machen will und ich setze mich sicher nicht hin und gehe in den imaginären Krankenstand. Sicher nicht, ich will die Küche fertig haben. Ja, jetzt trinke ich mal gemütlichen Kaffee, werde mich jetzt etwas mal setzen, nur kurz mal schauen, wie der Körper jetzt reagiert. Und dann werde ich fertig machen. Natürlich, ich will, dass das steht. Das heißt, ich werde diese Dosen einputzen heute. Ich habe doch nicht gespitzt und gemacht, damit die Dosen noch nicht gesetzt sind. Okay, und das erinnert mich an den Beginn meiner Selbstständigkeit. Da habe ich also so meine damalige Sozialversicherung ausgerechnet, was sein wird und wie viele Stunden ich alleine nur für die Versicherung arbeiten gehe und so weiter. Und das habe ich zusammen mit einem Unternehmer gemacht, der ein Freund von mir war und die war da sehr jung und keine Ahnung vom Selbstständigsein gehabt, nur gewusst, das ist mein Weg, mein Ziel. Und irgendwann mal fiel das Thema Krankenstand, dann habe ich gesagt, ich werde doch sicher nicht arbeiten gehen, also ich muss mich doch versichern, Ausfallversicherung, wenn ich mir jetzt letzten Fuß brich oder Hand brich oder und so weiter, dann hat der mich angeschaut. Ich kann mich noch gut erinnern, da hat er gesagt, Ursel, glaub mir, wenn du
du einen Hand- oder Fußbruch hast, stehst du am nächsten Tag trotzdem auf der Baustelle. Ich natürlich noch im vollen Bewusstsein eines Arbeitnehmers habe gesagt, ne, bist du verrückt? Das macht man doch nicht. So, inzwischen bin ich tatsächlich 20 Jahre selbstständig und die haben mir schon beide Hände gebrochen, wirklich. Zuerst den rechten Knöchel, dann den linken und habe beide Hände einen Gips gehabt und bin trotzdem noch auf Baustelle gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aber inzwischen nach 20 Jahren Selbstständigkeit weiß ich ja, ich bin denn sogar noch gestolpert und habe mir den Fuß verknackst und gewusst, ah, ich glaube, jetzt ist wirklich Zeit, dass du hinsitzt und mal eine Ruhe gibst. Es sind ja so kleine Warnungen vom Universum, vom höheren Selbst, von deiner Seele, dass du ein bisschen Piano tun sollst und dass da irgendwas schief läuft und falsch läuft, dass vielleicht das Falsche oder zu schnell oder mit zu viel Druck oder mit zu viel Wille und Gewalt. Also wie gesagt, das geht auch anders. Da kriegt man einen Wink von oben, sage ich immer. Den habe ich jetzt auch gekriegt, weil ich bin tatsächlich jetzt schon 2 Wochen, mit Ausnahme eines Nachmittags, bin ich schon an diesem Küchenprojekt dran. Ich weiß einfach, wir haben Mai. Ich habe mir vorgenommen, Ende Mai fertig zu sein, damit ich im Juni wieder für meine Kundschaften da sein kann. Also ob es jetzt 2 Tage länger geht oder nicht, wäre ja kein Schaden. Aber ich habe keine Pause gemacht, bis auf den einen Sonnennachmittag. Und das ist halt wirklich sowas wie der Wink von oben. Es ist die Linke, ich habe eh nur Glück, weil ich bin Rechtshänderin. Aber ohne Daumen geht halt schon gar nichts, gell? Wir Menschen brauchen den Daumen. Wir sind ja Invaliden, wenn wir den Daumen nicht haben oder nicht richtig einsetzen können. Finde ich ja super. Ich habe ja wirklich nur noch vor, das Fensterbrett den Schaum wegzuschneiden, heute noch die Dosen einzuputzen. Und dann kann ich es eh stehen lassen und mich morgen absolut nur der Lackierung widmen. Und das ist ja wieder mein Metier. Das ist ja wieder Sanftheit. Holz streicheln mit dem Pinseln. Das geht wunderbar und da muss ich nichts spalten und nicht würgen. Ich persönlich glaube ja auch noch, die Elektrik, vor der habe ich ja Respekt, die mag ich ja nicht. Und das ist ja gar nicht meins. Und eigentlich war das gar nicht geplant, dass ich das mache. Naja, hätte halt vielleicht doch sein lassen sollen und abgeben sollen. Naja, es ist jetzt im Endspurt und es ist, wie es ist. Nachjammern bringt eh nichts mehr. Man nimmt es gelassen. So, und ich gehe jetzt einen Kaffee trinken und werde die Hand mal in die Höhe heben, dass das Blut nicht ganz so in den Fingern drin pulsieren kann. Es kommt, fällt mir gerade Tom und Jerry aber ein. Kennst du ja nur diese Serien, wo dieser Daumen so wumm, 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 also richtig deutlich so rot wird und geschwollen und so pulsiert? Ja, so fühlt sich's gerade an. Ja, also gut. Wir sehen uns dann im nächsten Video, weil ich lasse euch da natürlich teilhaben. Bis zum nächsten Video. Tschüss.